magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Und da habe ich die schönste Blume meines Straußes gefunden. Echt schade, dass ich sie nicht ins Wasser gestellt habe. Wundervoll. Ich meine die Geschichte. Schade um die Blumen. Als nächstes erzählt von ihrem Wochenende Mila. Juhu! Mein Wochenende hat friedlich angefangen. Ich spielte gerade mit Morphel, als plötzlich... Mila, wie schrecklich! Asteroiden werden die Stadt treffen und wir müssen sie aufhalten. Klingt nach Ärger. Morphel, verwandle dich in einen Riesenroboter. Morphel, verwende Super-Mega-Schlag. Morphel, du bist mein Held. Meiner auch. Das ist super. Morphel ist so cool. Klingt nach einem spannenden Wochenende, Mila. Wer ist jetzt dran? Oh, ich fange gerade erst an. Oh, Mila, die Banditen haben einen riesigen Drachen. Jetzt kann ich sie auf keinen Fall festnehmen. Morphel, verwandle dich wieder in einen Roboter. Wärmen wir sie ein bisschen auf. Nimm das Super-Ultra-Hitzeschild, Morphel. Auf keinen Fall! Nein! Du dämlicher Drache! Mein Held! Das wird ja immer besser. Hey, bist du sicher, dass das wirklich so passiert ist, Mila? Na klar doch. Und ich bin noch nicht fertig. Und das Hitzeschild. Klasse. Der Drache zittert bestimmt irgendwo in seiner Höhle. Hey, warte. Das ist mein Auto. Morphel. Roboter. Ihn retten, Morphel. Super-Mega-Autozerstörung. Tut mir leid, Mila, aber lila Weltraumhäschen? Wirklich? Na, das habe ich doch gesehen. Pause, Kinder. Oh, Kinder heutzutage. So eine lebhafte Fantasie. Je. Nein, gib das zurück. Du musst uns erst fangen, alter Mann. Mila, Morphel, die Banditen haben meinen Zeitraser geklaut. Aha, das ist das also. Komm, wir gehen mit unseren Verbrechen auf Zeitreise. Oh nein! Verwandle dich auch in einen Zeitraser, Morphel. Da sind
Zeit für Verbrechen in einer anderen Zeit, Stein. Halt! Aber die Banditen! Kein Aber, junge Dame. Ich bin Ritter Peterian Frost und du betrittst unbefugt mein mittelalterliches Dorf. Oh nein! Verwandle dich in einen Drachenmorphel. Warte nur ab, du Drache. Ich hole jetzt mein echtes Schwert. Die Reise ist zu Ende, Prinzessin. Geht es dir gut, meine kleine Prinzessin? Ja, lieber Vater. Dank dieser eigentümlichen Reisenden. Mila? Ich? Nein, ich bin Prinzessin Lila. Und das ist Sir Vater. Ich bin Mila und das ist Morphle. Morphle! Es ist eine Freude, euch kennenzulernen. Sagt mir, wisst ihr vielleicht, wo diese schrecklichen Banditen unseren Schatz hingebracht haben? Vielleicht. Morphle, verwandle dich zurück in einen großen Zeitraser. Das ist richtig. Rennt besser weg. Keine Drachen in meiner Stadt. Dorf. Wir sind reich, Stein. Ja, vielleicht können wir jetzt aufhören zu klauen. Nee. Gib den Schatz zurück, ihr Schurken. Oh, gehen wir, Jorn. Eure Glückssträhne ist zu Ende. Schnell, das andere Auto. Nicht cool. Sie haben diese Konstruktion gebaut, guter Herr. Sind Sie ein Zauberer? Oh, naja, nein. Ich bin ein Wissenschaftler. Wie seltsam. Na, wenn du eine Minute hast... Sir Vater scheint es hier sehr zu mögen. Na, ihr könnt uns jederzeit besuchen, wann ihr wollt. Umfang der Erde mal C, was natürlich die Lichtgeschwindigkeit ist, bei deiner Ankunft... Ich glaube, das werden wir. Das lässt sich nur durch drei bekannte irrationale Faktoren teilen und das ist dann... Muschelkette gemacht? Danke, Morphle. Du bist ein Schatz. Ganz ehrlich. Hast du das gehört, Pirat Phil? Das kleine Mädchen hat einen Schatz. Der Schatz gehört uns. Warte, das ist ja bloß eine Muschelkette. Sieh mal, die Wasserratten Phil und Maurice haben einen Schatz. Den zeigen wir, wie man das macht. Hey, die Luftpiraten wollen die Muschelkette. Sie muss wertvoll sein. Hol sie zurück, Pirat Phil. Morphle, Morphle in einen Drachen. Hey,
Das ist ja nur eine Muschelkette. Aber egal. Wenn Phil und Maurice sie haben wollen, bekommen sie sie nicht. Sieht mal, diese Luftatmer sind hinter einem Schatz her. Aber wir sind die besten Piraten im Universum. Nein, wagt es nicht. Geschieht euch recht? Seepiraten sind die einzig wahren Piraten. Nimm das zurück. Du warst schon immer so. Ohne Innovationen wird unsere Branche niemals wachsen. Wer entscheidet, wer ein echter Pirat ist? Dein Partner hat nicht mal einen Piratenakzent. Wow, das war gemein. Lass uns nach Hause gehen, Morphe. Die sollen sich weiter streiten. Ich glaube, da geht es um viel mehr als nur um deine Muschelkette. Das nennt ihr ein Schiff? Ich lache über eure Technologie aus dem 16. Jahrhundert. Ah, ihr wollt also eine Schlägerei? Na, dann legt mal los. Ihr legt los. Lasst uns vertragen. Ich habe es gerade hinter einem Baum gefunden. Heute ist Ostern. Hey, guck mal. Wow, das ist so cool. Hui. Wusch, wusch, blip, blop, blip, blop, blop, blop. Ich will auch so ein magisches Osterei. Wir hätten auch gern ein Ei. Vielleicht hat der Osterhase noch mehr Eier versteckt. Oh, lasst uns eine magische Ostereiersuche machen. Wir werden die meisten Eier finden. Das werden wir ja sehen. Morphel, verwandle dich in ein Rennauto. Los geht's! Möge der beste Bandit gewinnen. Was? Wow! Mr. Action! Ja! Also haben nicht alle Eier Spielzeug drin. Oh, er wollte dich nur umarmen. Hehehehe
hab eins gefunden. Ja, ich frag mich, was drin ist. Ich bin sicher, es ist eins der letzten Eier. Ich hoffe, es ist was Gutes. Was? Es ist leer? Nein, Stein, da ist Konfetti drin und ich liebe Konfetti. Ich kann keine Eier mehr finden, Morphle. Oh, wow! Ja, guck mal, guck mal! Wow, wir sind so hoch oben. Ja, guck mal. Noch ein Ei. Ein goldenes Ei. Das ist das letzte Ei in der ganzen Stadt. Und es ist unseres. Oh nein, ist es nicht. Morphle, verwandle dich in ein Flugzeug. Oh, es hat Flügel. Und es kommt auf uns zu. Aha, ich habe eine Idee. Morphle, flieg vor das Ei. Jetzt puste ein paar Wolken höher in die Luft. Jetzt kann das Ei nicht sehen, wo wir sind. Und wir können fangen. Oh Mann. Du hast das Ei gefangen. Mal sehen, was drin ist. Wow! Schokolade? Lecker! Das war lustig. Möchtet ihr auch Schokolade? Ja! Dankeschön. Morphle, ich habe Limonade für euch gemacht. Limonade! Oh, oh, ups. Oh, ich räume später auf. Zuerst muss ich mein Buch zu Ende lesen. Oh nein, Morphle Turm! Mila, du zerstören Morphle Turm! Ich hab deinen Turm nicht zerstört. Oh! Du hast meine Zeichnung ruiniert, Morphle. Nein, Morphle nicht! Nein, nein. Wie wär's, wenn ihr zwei was anderes machen würdet? Ja. Klar. Professor Evil, Mr. Action ist hier, um dich zu stoppen. Morphle ist Mr. Action. Klar. Ich habe eine Maschine gebaut, die jeden sofort einschlafen lässt. Oh nein, Mr. Action stoppt dich. Das ist so spannend. Au. Ich räume das mal weg. Okay. Ha, wo war ich noch? Du hast noch nicht gewonnen, Mr. Action. Mit der Hilfe von... wo ist die Truhe hin? Mr. Action! Warum hast du die Truhe weggeräumt? Morphle, nicht weg, Truhe! Mila, bau es wieder auf! Dein doofes Gebilde nicht zerstört! Gebilde nicht doof? Mila ist doof! Weißt du was?
spielen ohne Mila. Da, 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 da. Wusch. Keine Mila, kein Spaß. Och, ich weiß nicht, was ich zeichnen soll. Morphe hätte bestimmt eine Idee. Das war ein tolles Buch. Morphe, tut leid. Ich hätte nicht so wütend werden sollen, dass du meinen Buntstift gebrochen hast. Hm? Oh, das war nicht Morphe. Das ist leider mir passiert. Was? Was? Oh, hast du denn auch Morphes Turm umgestoßen? Ja. Und das Spielzeug weggenommen? Ja. Und zerstört Stöckchengebilde? Vielleicht. Mila und Morphe wieder Freunde? Na klar. Tut mir leid, dass ich das alles angestellt habe, ihr zwei. Es tut mir leid, dass ihr wegen mir gestritten habt. Darf ich denn auch euer Freund bleiben? Na klar. Ja! Oh. Ah, meine neueste Erfindung kann Menschen in Teddybären verwandeln. Nicht super? Morphe spielt Teddybär, Mila. Tschüss, Professor Rashid. Tschüss, Mila und Morphe. Na so, Zeit, mich selbst zurückzuverwandeln. Oh nein, ohne Hände kann ich die Fernbedienung nicht verwenden. Hast du das gehört, Jörn? Ja, und ich liebe Teddybären. Schweig, Jörn. Ach du heiliger Bim-Bam. Mila Teddybär, bester Teddybär. Und sie haben die Teddybär-Fernbedienung. Oh, was passiert hier? Ja. Wir müssen sie aufhalten, Morphe. Verwandle dich in einen superschnellen Geparden. Hä? Oh, ich kann mich ohne Hände nicht festhalten. Kannst du mich mit deinem Schwanz festhalten? Super, los geht's. Oh nein, ich hab bald ein Date. Oh! Wie wär's, wenn du mich ein Stückchen trägst? Nicht in meiner Stadt! Banditen aufhalten. Oh nein, guck mal, Stein.
Warum verwandeln wir dich nicht auch in einen Teddybär? Super! Der Strahl funktioniert nur bei Menschen. Oh nein, jetzt bin ich ein Teddybär. Oh, du bist so ein süßer Teddybär. Super, jetzt können wir alle zurückverwandeln. Als erstes Beamtin Frost. Ah, das ist besser, aber nicht für euch zwei. Oh. Immerhin habe ich einen weichen, kuscheligen Teddybär mit mir im Gefängnis. Yay, Morphin! Soll ich dir eine Geschichte erzählen? Als der Junge zu dem Haus lief, öffnete sich die Tür von alleine und er hörte eine gruselige Stimme. Morphel mag Geschichte nicht. Wow, dir passt heute ja gar nichts, Morphel. Sollen wir vielleicht zum Strand fahren? Das heitert dich immer auf. Schneller. Hä? Morphel, pass auf! Sorry. Lass uns eine Sandburg bauen. Sieh nur, wie viel Spaß Sie haben, Morphel. Hey, Morphel, das ist nicht nett von dir. Popcorn! Leckeres Popcorn! Ah, ah, du bist ein hungriger kleiner Gefährte, nicht wahr? Wow, Morphel, hast du heute Morgen gefrühstückt? Nein, Morphel wollte nicht Frühstück. Morphel wollte spielen. Ach so, darum warst du heute also so schlecht drauf. Du hast noch nichts gegessen. Oh. Also, Morphel, hau rein. Ha ha ha.
dich jetzt besser nach dem Essen? Ja, jetzt Muffel glücklich. Diese Giraffe sieht krank aus, Muffel. Oh, Mila, Muffel, wie schrecklich. All die Tiere hier haben die Tiergrippe und müssen dringend zum Doktor. Wir können helfen, Zoowärterkenne. Muffel, verwandle dich in einen Krankenwagen. Kommt rein, allesamt. Euch wird es schon bald deutlich besser gehen. Bist du nicht froh, dass die Tiere jetzt beim Doktor sind, Zoowärterkenne? Doch, natürlich. Ich bin froh darüber, Mila. Aber heute Nachmittag kommen eine Menge Leute zum Zoo. Und da werden keine Tiere sein, die sie besuchen können. Ich denke, ich weiß, was wir tun können. Los geht's zum Zoo. Muffel, verwandle dich in ein Känguru. Großartige Idee, Mila. Das könnte funktionieren. Schau, Großmutter, ein Känguru. Das ist dein Lieblingsplatz. Wow, das war fantastisch. Affen. Hey, ist denn jemand zu Hause? Keine Elefanten. Eigenartig. Schnell, Muffel, du musst zu einem Affen werden. Nein, Elefant ist viel wichtiger. Mach etwas, Muffel. Hallo, Affen. Was? Ein Elefant? Da steht, dass du eigentlich ein Affe bist. Sagten Sie Elefant? Wo ist er? Was? Muffel, verwandle dich in einen Delfin. Und einen Löwen. Wo sind die Papageien? Sind die Krokodile noch am Schlafen? Muffel, du musst dich schneller verwandeln. Was für ein fantastisches Tier. Das ist das coolste Tier überhaupt. Gut gemacht, Muffel. Ist okay. Armer Muffel, du bist wohl noch immer krank. Du brauchst viel Ruhe, um gesund zu werden. Komm.
keine Sorge, Morphel. Papa und ich kümmern uns um dich. Hi, Mila. Hi, April. Kommst du mit Morphel raus, um zu spielen? Ich würde gerne spielen. Aber Morphel ist krank und ich habe versprochen, mich um ihn zu kümmern. Morphel auch spielen. Nein, Morphel. Du brauchst jetzt ganz viel Ruhe. Aber. Nein, Morphel. Du kannst rausgehen, Mila. Ich kümmere mich um Morphel. Danke, Papa. Ruh dich gut aus, Morphel. Wiedersehen, Morphel. Also dann, Morphel. Ich kann dir ja vielleicht eine Geschichte vorlesen. Morphel will spielen, Mila. Morphel gleich zurück. Mila, wo ist Mila? Morphel, gerne draußen. Sucht nach Katsu. Morphel, sorry. Weg mit dir, gemeiner Tiger! Los! Gesundheit! Oh, mein Glücksschilfrohr hat mich mal wieder gerettet. Mila, du da? Wir sind die Eiscreme-Banditen. Wir stehlen die ganze Eiscreme. Ja. Banditen, gruselig. Ja, du hattest Angst, als die Banditen kamen, um dein Eis zu klauen. Und dann fiel dein Eis auf den Boden. Da warst du bestimmt richtig traurig. Marvel traurig. Das nächste Gefühl ist Wut. Morphel ist sehr wütend. Ja,
bist wütend geworden, weil die Banditen dein Eis ruiniert haben. Ja. Hey, Mila und Morphe, es gibt ein Gefühl, das ihr nicht erwähnt habt. Überraschung! Eiscreme! Irgendwer hat die Räder meines Abschleppwagens geklaut. Morphe, verwandel dich auch in einen Abschleppwagen. Oh, danke, Mila und Morphle. Schaut mal. Alle Räder sind geklaut worden. Oh nein. Guck mal, die Räder-Banditen. Nein, nein, nein! Das Feuer! Oh, schau, die Räder wurden geklaut. Wie kommen wir jetzt ins Krankenhaus? Hey, Mila und Morphle. Danke. Nicht in meiner Stadt. Holt sie euch, Mila und Morphle. Er bringt uns zur Autowerkstatt. Oh, hallo, Mila und Morphle.
Was habt ihr denn heute so vor? Wir spielen mit Muffets Lieblingsspielzeug, Mr. Action. Mr. Action ist so mutig und hilft Menschen, wo er nur kann. Ausgenommen böse Leute, selbstverständlich wie Professor Evil. Oh, wow. Sollen wir ihn zum Leben erwecken, damit er den Menschen in der Stadt helfen kann? Lebendig? Oh, setz ihn auf den Boden, Muffel. Ich bin Mr. Action! Professor Evil, mein Rivale. Her mit diesem Gerät. Oh, in Ordnung. Das war einfach. Zeit, der Stadt zu helfen. Mr. Action! Wir müssen den Lebensstrahl zurückholen, Morphle. Verwandle dich auch in einen Superhelden. Keine Sorge, Ma'am. Ich helfe Ihnen. Weg mit dir! Fang es, Murphy! Lass diese Frau in Ruhe! Danke, Morphle. Ich nehme das, Jungs. Sie brauchen definitiv Mr. Action. Bitte was? Bitte schön, ihr ehrlichen Bürger. Aber das sind die Bösewichter. Lügen haben kurze Beine, Peter Friesen. Hältst du Professor Evil? Seid ihr seine Helfer? Nein, nein, nein. Das ist hier Professor Evil. Professor Evil ist ein Spielzeug. Genau wie du eines warst, Mr. Action. Das ist Professor Rashid. Und er sollte kein Spielzeug sein. Oh nein. Danke für die Erklärung, kleines Blaubeermädchen. Heilige Reagenzgläser.
Aber wie bekämpfe ich jetzt Professor Evil? Ich muss selbst wieder zum Spielzeug werden. Warten wir. Du hast uns doch schon gefangen. Ja, ja. Ich bin ja gleich da. Sieh dir an, ja. Sieh ihn dir an. Ja, ja. Sieh mal. Oh nein, ich komme zu spät zur offiziellen Bürgermeisterwahl. Muffy, Muffy in ein Auto. Oh, danke, Mila und Morphle. Mit diesem Zapper, den wir von Professor Rashid gestohlen haben, können wir einfach jeden in Tiefschlaf versetzen. Und während der Bürgermeister schläft, kann uns niemand davon abhalten, die Wahl zu gewinnen. Oh nein! Was jetzt tun? Ich habe eine Idee. Diese offizielle Kette geht an den nächsten Bürgermeister. Und wie jedes Jahr ist der einzige Kandidat der Bürgermeister. Aber wo ist er? Wir sind die neuen Bürgermeister. Die Bürgerbanditen. Verstanden, Stein? Mit uns als Bürgermeister gibt es kostenlose Computerspiele für alle. Ich bin es, der Bürgermeister. Wenn ich der Bürgermeister werde, verspreche ich, bekommt jeder Eiscreme. Kampagne ist toll, Herr Bürgermeister. Saubere Strände ist genau das, was diese Stadt braucht. Hä? Was ist das? Wir werden die Strände richtig sauber machen. Ups. Ups. Du musst ihnen helfen, ich meine, Herr Bürgermeister. Ich helfe euch. Mal sehen, was das Ding kann. Oh nein! Wow, das war großartig, Bürgermeister. Wow, der Bürgermeister pflanzt Bäume. Das ist, was die Leute wirklich wollen. Wir schneiden die neuen Bäume wieder ab. Ja, mit dieser großen Heckenschere. Bürgermeister, Sie müssen sie aufhalten. Stopp! Wow, Sie haben uns schon wieder gerettet. Und die Wahl ist heute Nachmittag. Der Gewinner der Wahl und der neue Bürgermeister ist der Bürgermeister. Yay!
Oh nein! Marvin! Marvin, ein Kran! Danke, Mila und Morphel. Jetzt Morphin eine Brücke, damit die Autos wieder rüberfahren können. Wow! Wo kommt dieses Loch her? Schau! Eine riesige Haiflosse! Morphe! Morphin, eine Riesenrutsche! Hey! Danke, Mila und Morphe! Seht euch die Gebäude an! Wieder in einen Kran. Puh. Gut, dass du die Gebäude hochgezogen hast, Morphel. Es war wirklich sehr dunkel da unten. Weißt du, woher diese ganzen Löcher plötzlich kommen, Papi? Ich glaube schon. Schaut mal. Es ist ein Erdhai. Wow. Wow. Hallo, Erdhai. Ich glaube, der Erdhai will in der Stadt keinen Schaden anrichten. Er sucht nur nach einem menschlichen Freund. Stimmt das, Erdhai? Ich glaube, ich habe den richtigen Freund für dich. Uff.